Vielleicht bleibt Österreich das Schicksal künftig erspart, einem bewaffneten Gegner bewaffnet entgegentreten zu müssen, weil es willens und stark genug ist, sich wirksam zu verteidigen. Vielleicht aber wird einmal der Fall eintreten, dass wir Österreicher unsere Freiheit verteidigen müssen. Dann wird wichtig sein, dass wir es alle wissen. Die edelste Form der Freiheit ist die Disziplin. Nur wenn wir alle unserer Freiheit dienen, können wir sie uns erhalten. Alarm! Fremde Truppen sind an Österreichs Grenze aufmarschiert. Vielleicht wollen sie auf unser Gebiet. Die Pionierzüge der österreichischen Grenzschutzkompanien haben den Befehl erhalten, lang vorbereitete Sperren zu aktivieren. Panzerabwehr und leichte Infanteriewaffen werden in Stellung gebracht. Sie werden dem Gegner ein Beseitigen der Sperren beträchtlich erschweren. Diese Stecksperren gehören zum österreichischen Verteidigungsplan und werden im Laufe der Zeit an allen Straßen und Hauptverkehrswegen entlang unserer Grenze errichtet. Während die vom Grenzschutz und von anderen grenznahen Einheiten aktivierten und gesicherten Sperren dem ersten Anmarsch des Gegners ein Hindernis bieten, werden die ebenfalls alarmierten Einsatzbrigaden des Bundesheeres in Marsch gesetzt. Fahrer und Wagenkommandanten zu mir! Erster Zug, Munitionsabholung. Zweiter und dritter Zug, beladene Truppenfahrzeuge. Verstanden? Jawohl! Erster Zug, aufsitzen! In den ersten Aktionen zur Verteidigung unseres Landes spielen die Pioniere eine besondere Rolle. An allen wichtigen Punkten müssen neue Sperren vorbereitet werden. Die Zeit drängt. Auch Zubringerstraßen und Wege, die dem Gegner zur Umfahrung dienen könnten, müssen, sobald es die Lage erfordert, unpassierbar gemacht werden können. Die Lage ist ernst. Man erwartet stündlich Grenzverletzungen. Je rascher die Truppen im Einsatzraum sind, desto leichter fällt die Verteidigung. Da, Pioniere sind bereits im Einsatzraum nahe der Grenze. Hier beginnen sie mit der Vorbereitung einer Baumsperre. Die Bäume werden so angesägt und eingehackt, dass sie alle in eine bestimmte Richtung fallen müssen. Sprengstoff wird angebracht. Zünder werden eingesetzt. Die Zündleitung wird ausgelegt. Auf Befehl kann sofort gesprengt werden, aber die Sperre wird erst im letzten Augenblick aktiviert, wenn keinen eigenen Einheiten mehr der Weg verlegt werden kann. Wieder rollen Pionierfahrzeuge auf einem Waldweg an. Minen werden abgeladen. Hier muss panzergängiges Gelände sein. In solchem Gelände, vor allem um eigene Kräfte zu sparen, werden Minensperren errichtet. Schon beginnen die Männer des Vermessungstrupps ihre Arbeit. Die Felder müssen genau vermessen und von jedem Feld muss ein Plan angefertigt werden.
der die Räumung der Minensperre nach Beendigung der militärischen Aktionen ermöglicht. Der rechte Winkel wird mit Hilfe der markierten Vermessungsseile rasch gefunden. Das erste Feld kann ausgesteckt werden. Überall, wo so ein gelbes Täfelchen steckt, wird später eine Mine verlegt und das Täfelchen wieder entfernt. Auch hier läuft die Arbeit der Pioniere auf vollen Touren. Angeseilt hängen die Männer an einer Felsnase, die zur Absprengung vorbereitet wird. So soll die Straße hier gesperrt werden. Kaum sind ein paar Bohrlöcher fertig, rücken schon die Ladetrupps an. Nach vorhergemachten genauen Berechnungen werden die Löcher gebohrt und die Menge Sprengstoff geladen, die für die vorherbestimmte Menge Gestein benötigt wird. Eine heikle Arbeit, die große Genauigkeit erfordert. Die Zeit drängt. Der Gegner kann stündlich anrücken. Trotzdem, ein Misserfolg bei der späteren Sprengung könnte katastrophale Folgen haben. Die Sperre wäre für die Verteidigung wertlos. Das letzte der Minenfelder ist inzwischen vermessen. Die Minen werden ausgelegt. Haben die Verlegetrupps das Feld verlassen, werden die Minen eingegraben. Die Erde, die für die Minenlöcher ausgehoben wird, muss beseitigt werden. Die Männer geben sie in Brotsack oder Zeltplane und nehmen sie mit. Denn nichts darf später im Gelände darauf hinweisen, dass Minen verlegt wurden. Entsichern und sorgfältiges Tarnen der Minen ist die letzte Arbeit an der Sperre. Ein Druck von etwa 40 Kilogramm löst die Detonation jeder der Minen aus. Fertig! Wenn der Gegner jetzt anmarschiert, ist auf jeden Fall aufgehalten. Wie ist die Lage? Schwere Grenzverletzungen im Abschnitt der Nachbarbrigade. Sämtliche vorbereiteten Sperren müssen sofort aktiviert werden. Erfolgreich! Die Straße ist unpassierbar! Auch die Baumsperre wird aktiviert. Und hier, ein Stück Straße wird durch die Absprengung eines Hanges unterbrochen. Der anmarschierende Gegner ist in der Sperrzone hängen geblieben. Vorbereitungen für einen Gegenstoß werden getroffen. Ein großer Fluss soll in der nächsten Nacht im Angriff überschritten werden. Zur Sicherung des gewaltsamen Flussüberganges müssen Infanterieeinheiten vorerst einen Wildbach übersetzen. Pioniere bauen dafür einen Seilsteg. Ein Baum am Ufer des reißenden Wassers wird gefällt und mit Hilfe von Seilen zum anderen Ufer gelegt.
Ein Mann übersetzt das Wasser, um das Tragseil des Steges hinüberzubringen. An einer anderen Stelle. Infanterie unterstützt die Pioniere bei der Bereitstellung der Sturmboote für den gewaltsamen Übergang. In der Nacht werden Pioniere die Jäger in den Booten über den Fluss setzen. Das letzte Element des Seilsteges wird vorgebracht. Da kommen auch die ersten Jäger schon mit leichten Infanteriewaffen. Auf die Minute genau ist der Steg fertig geworden. Alles verläuft plangemäß. Einzeln übersetzen die Männer den Steg. Zeit. Die Artillerie eröffnet das Feuer auf das feindliche Ufer. Feuer! Der Feuerschlag zwingt den Gegner in Deckung. Das ist das Signal für die Pioniere. Die erste Welle Sturmboote übersetzt. Landung! Der Sturm auf den Gegner beginnt. Die Sturmboote wenden. Da kommen die Schlauchboote. Die zweite Welle setzt über. In Rauch und Qualm gewinnen die Jäger die ersten Meter Boden. Der Gegner hat seine vorderste Linie aufgegeben. Er kann das eigene Ufer nicht mehr unter direkten Beschuss nehmen. Können die Pioniere den Fährbetrieb beginnen. Fliegerabwehrkanonen gehen zur Sicherung des Überganges am eigenen Flussufer in Stellung. Da
rücken auch schon Fahrzeuge der Infanterie mit Panzerabwehrkanonen und anderen Waffen an. Sie werden zuerst übergesetzt. Die Jäger am anderen Ufer brauchen so rasch wie möglich Unterstützung. Abgelegt. Auf vollen Touren laufen die Motoren. Da, die ersten Fahrzeuge landen. Immer noch qualmt es am Ufer. Das Feuer vor. Das erste Angriffsziel ist erreicht, doch unentwegt stürmen die Jäger weiter. Am Fluss heulen die Motoren. Fliegerabwehrkanonen werden an das Feindufer gebracht. Für den weiteren erfolgreichen Verlauf des gewaltsamen Überganges ist eine Luftsicherung nach allen Seiten erforderlich. Die größte Gefahr wären jetzt feindliche Angriffe aus der Luft. Da kommen Schützenpanzer auf einer schweren Fähre. Wichtige Verstärkung der eigenen Infanterie. Der Angriff darf unter keinen Umständen hängen bleiben. Das Landemanöver mit einer so schweren Fähre ist nicht leicht. Aber die Pioniere haben es gut gelernt. Fertig machen zur Landung. Ist auch die RPAC in vorderster Linie. Zur Sicherung gegen eventuelle feindliche Gegenstöße wird Stellung bezogen. Ehe auch die Schützenpanzer den Jägern nachrollen können, müssen sie mit einer dem Gelände angepassten Tarnung versehen werden. Über den Fluss fährt jetzt schon leichte Artillerie. Unter dem Schutz des mit unverminderter Stärke anhaltenden Artilleriefeuers weiten die Jäger den Brückenkopf immer mehr aus. Da landen auch schon die ersten leichten Feldhaubitzen und beziehen auf dem gegnerischen Ufer Stellung. In Kürze werden auch sie das Feuer eröffnen. Im Schutz einer Bucht am Ufer des Flusses koppeln die Pioniere im Blitztempo zwei Fähren, um nun auch schweres und schwerstes Kriegsgerät übersetzen zu können. Die
Vier schwere Motoren heulen auf und steuern die Fähre zur Landungsstelle. Auf Selbstfahrlafette fährt auf. Sicher bringen die Pioniere das fast 40 Tonnen schwere Geschütz über das Wasser. Fertig machen zur Landung. Landen. Der gepanzerte Koloss setzt sich in Bewegung. Gelandet. Immer stärker werden die eigenen Kräfte im Raum des Brückenkopfes. Auf die Schützenpanzer in vorderster Linie. Die Jäger schwärmen aus und weiter rollt der Angriff. Ha, Phosphor! Artillerie bereitet ein Kommandounternehmen vor, das im Morgengrauen gestartet wird. Ein Vorstoß in den Rücken des Feindes soll seinen Widerstand endgültig brechen. Die Dämmerung bricht an. Noch liegen die Sturmboote getarnt in Bereitstellung. Die Jäger warten im Dickicht des Waldes auf den befohlenen Zeitpunkt für das Unternehmen. Jetzt! Die Pioniere entfernen die Tarnungen und machen die Boote klar. Setzen die Jäger die Boote. Abgestoßen. Und schon sprüht die weiße Gischt der Bugwellen. Es geht durch einen Seitenarm des Flusses dem Angriffsziel zu. Ist das Ufer noch vom Feind besetzt? Wachsamkeit ist oberstes Gebot. Da ist das Angriffsziel, die verfallene Ruine einer Wasserburg, in der der Gegner verschanzt war.
Der Gegner hat sich wie der Erwarten bereits abgesetzt. Die Jäger stoßen nach und werden sich bald mit den anderen vereinigt haben. Die Bildung des Brückenkopfes ist somit endgültig gelungen. Damit ist aber auch die Möglichkeit gegeben, Panzereinheiten aus ihren Bereitstellungen über eine inzwischen in der Nacht errichtete D-Brücke in den Kampfraum zu führen. Da kommt der Gradmelder der Pioniere. Er überbringt die Meldung vom Brückenkommandanten, dass die Brücke in wenigen Minuten passierbar sein wird. Der Panzerkommandant erteilt den Befehl zum Abmarsch. An alle von Segler, Befehl, Marsch, Ende. Wenig später rollen die ersten Panzer über die Brücke. Die Pioniere haben ihre Aufgabe erfüllt. Die von Luftstreitkräften unterstützten Kampfeinheiten haben den Weg frei zum vollen Angriff auf den eingedrungenen Gegner. Schon die Ladetrupps an. Nach vorhergemachten genauen Berechnungen werden die Löcher gebohrt und die Menge Sprengstoff geladen, die für die vorherbestimmte Menge Gestein benötigt wird. Eine heikle Arbeit, die große Genauigkeit erfordert. Die Zeit drängt. Der Gegner kann stündlich anrücken. Trotzdem, ein Misserfolg bei der späteren Sprengung könnte katastrophale Folgen haben. Die Sperre wäre für die Verteidigung wertlos. Das letzte der Minenfelder ist inzwischen vermessen. Die Minen werden ausgelegt. Haben die Verlegetrupps das Feld verlassen, werden die Minen eingegraben. Die Erde, die für die Minenlöcher ausgehoben wird, muss beseitigt werden. Die Männer geben sie in Brotsack oder Zeltplane und nehmen sie mit. Denn nichts darf später im Gelände darauf hinweisen, dass Minen verlegt wurden. Entsichern und sorgfältiges Tarnen der Minen ist die letzte Arbeit an der Sperre. Ein Druck von etwa 40 Kilogramm löst die Detonation jeder der Minen aus. Wenn der Gegner jetzt anmarschiert, ist auf jeden Fall aufgehalten. Wie ist die Lage? Schwere Grenzverletzungen im Abschnitt der Nachbarbrigade. Sämtliche vorbereiteten Sperren müssen sofort aktiviert werden. Erfolgreich! Die Straße ist unpassierbar! Auch die Baumsperre wird aktiviert. Und hier, ein Stück Straße wird durch die Absprengung eines Hanges unterbrochen.
Kommandant übersetzt das Wasser, um das Tragseil des Steges hinüberzubringen. An einer anderen Stelle. Infanterie unterstützt die Pioniere bei der Bereitstellung der Sturmboote für den gewaltsamen Übergang. In der Nacht werden Pioniere die Jäger in den Booten über den Fluss setzen. Das letzte Element des Seilsteges wird vorgebracht. Da kommen auch die ersten Jäger schon mit leichten Infanteriewaffen. Auf die Minute genau ist der Steg fertig geworden. Alles verläuft plangemäß. Einzeln übersetzen die Männer den Steg. Zeit. Die Artillerie eröffnet das Feuer auf das feindliche Ufer. Feuer! Der Feuerschlag zwingt den Gegner in Deckung. Das ist das Signal für die Pioniere. Die erste Welle Sturmboote übersetzt. Pioniere, eine besondere Rolle. An allen wichtigen Punkten müssen neue Sperren vorbereitet werden. Die Zeit drängt. Auch Zubringerstraßen und Wege, die dem Gegner zur Umfahrung dienen könnten, müssen, sobald es die Lage erfordert, unpassierbar gemacht werden können. Die Lage ist ernst. Man erwartet stündlich Grenzverletzungen. Je rascher die Truppen im Einsatzraum sind, desto leichter fällt die Verteidigung. Da, Pioniere sind bereits im Einsatzraum nahe der Grenze. Hier beginnen sie mit der Vorbereitung einer Baumsperre. Die Bäume werden so angesägt und eingehackt, dass sie alle in eine bestimmte Richtung fallen müssen. Sprengstoff wird angebracht. Zünder werden eingesetzt. Die Zündleitung wird ausgelegt. Auf Befehl kann sofort gesprengt werden, aber die Sperre wird erst im letzten Augenblick aktiviert, wenn keinen eigenen Einheiten mehr der Weg verlegt werden kann. Wieder rollen Pionierfahrzeuge auf einem Waldweg an.
Minen werden abgeladen. Hier muss panzergängiges Gelände sein. In solchem Gelände, vor allem um eigene Kräfte zu sparen, werden Minensperren errichtet. Schon beginnen die Männer des Vermessungstrupps ihre Arbeit. Die Felder müssen genau vermessen und von jedem Feld muss ein Plan angefertigt werden, der die Räumung der Minensperre nach Beendigung der militärischen Aktionen ermöglicht. Der rechte Winkel wird mit Hilfe der markierten Vermessungsseile rasch gefunden. Da, die ersten Fahrzeuge landen. Immer noch qualmt es am Ufer. Das Feuer vor. Das erste Angriffsziel ist erreicht, doch unentwegt stürmen die Jäger weiter. Am Fluss heulen die Motoren. Fliegerabwehrkanonen werden an das Feindufer gebracht. Für den weiteren erfolgreichen Verlauf des gewaltsamen Überganges ist eine Luftsicherung nach allen Seiten erforderlich. Die größte Gefahr wären jetzt feindliche Angriffe aus der Luft. Da kommen Schützenpanzer auf einer schweren Fähre. Wichtige Verstärkung der eigenen Infanterie. Der Angriff darf unter keinen Umständen hängen bleiben. Das Landemanöver mit einer so schweren Fähre ist nicht leicht. Aber die Pioniere haben es gut gelernt. Fertig machen zur Landung. Ist auch die RPAC in vorderster Linie. Zur Sicherung gegen eventuelle feindliche Gegenstöße wird Stellung bezogen. Ehe auch die Schützenpanzer den Jägern nachrollen können, müssen sie mit einer dem Gelände angepassten Tarnung versehen werden. Über den Fluss fährt jetzt schon leichte Artillerie. Unter dem Schutz des mit unverminderter Stärke anhaltenden Artilleriefeuers weiten die Jäger den Brückenkopf immer mehr aus. Alles verläuft plangemäß. Einzeln übersetzen die Männer den Steg. X-Zeit. Die Artillerie eröffnet das Feuer auf das feindliche Ufer. Feuer! Der Feuerschlag zwingt den Gegner in Deckung. Das ist das Signal für die Pioniere. Die erste Welle Sturmboote übersetzt.
Landung! Der Sturm auf den Gegner beginnt. Die Sturmboote wenden. Da kommen die Schlauchboote. Die zweite Welle setzt über. In Rauch und Qualm gewinnen die Jäger die ersten Meter Boden. Der Gegner hat seine vorderste Linie aufgegeben. Er kann das eigene Ufer nicht mehr unter direkten Beschuss nehmen. Jetzt können die Pioniere den Fährbetrieb beginnen. Fliegerabwehrkanonen gehen zur Sicherung des Überganges am eigenen Flussufer in Stellung. Während die vom Grenzschutz und von anderen grenznahen Einheiten aktivierten und gesicherten Sperren dem ersten Anmarsch des Gegners ein Hindernis bieten, werden die ebenfalls alarmierten Einsatzbrigaden des Bundesheeres in Marsch gesetzt. Fahrer und Wagenkommandanten zu mir! Erster Zug, Munitionsabholung. Zweiter und dritter Zug, Beladen der Gruppenfahrzeuge. Verstanden? Jawohl! Erster Zug, aufsitzen! In den ersten Aktionen zur Verteidigung unseres Landes spielen die Pioniere eine besondere Rolle. An allen wichtigen Punkten müssen neue Sperren vorbereitet werden. Die Zeit drängt. Auch Zubringerstraßen und Wege, die dem Gegner zur Umfahrung dienen könnten, müssen, sobald es die Lage erfordert, unpassierbar gemacht werden können. Die Lage ist ernst. Man erwartet stündlich Grenzverletzungen. Je rascher die Truppen im Einsatzraum sind, desto leichter fällt die Verteidigung. Da, Pioniere sind bereits im Einsatzraum nahe der Grenze. Hier beginnen sie mit der Vorbereitung einer Baumsperre. Die Bäume werden so angesägt und eingehackt, dass sie alle in eine bestimmte Richtung fallen müssen. Sprengstoff wird angebracht. Zünder werden eingesetzt. Die Zündleitung wird ausgelegt. Auf Befehl kann sofort gesprengt werden, aber die Sperre wird erst im letzten Augenblick aktiviert, wenn keinen eigenen Einheiten mehr der Weg verlegt werden kann. Wieder rollen Pionierfahrzeuge auf einem Waldweg an. Zur Landung. Landen.
Der gepanzerte Koloss setzt sich in Bewegung. Gelandet. Immer stärker werden die eigenen Kräfte im Raum des Brückenkopfes. Da sind auch die Schützenpanzer in vorderster Linie. Die Jäger schwärmen aus und weiter rollt der Angriff. Vor. Artillerie bereitet ein Kommandounternehmen vor, das im Morgengrauen gestartet wird. Ein Vorstoß in den Rücken des Feindes soll seinen Widerstand endgültig brechen. Die Dämmerung bricht an. Noch liegen die Sturmboote getarnt in Bereitstellung. Die Jäger warten im Dickicht des Waldes auf den befohlenen Zeitpunkt für das Unternehmen. Jetzt! Die Pioniere entfernen die Tarnungen und machen die Boote klar. Setzen die Jäger die Boote. Abgestoßen. Und schon sprüht die